Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu eurer Top 12 der Sternzeichen Ranking. Ja, von der Woche vom 27.07. bis zum 27.07.2020. Also in dieser Woche schauen wir hinein, welches Sternzeichen ist auf Platz 12 gelandet und warum und vor bis auf Platz 1. Ich bin gespannt. Ja, wenn du meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich es wirklich machen, denn ich habe am 1.8. eine Verlosung. Also sind echt ganz viele drin. Das sind echt schon 92, 95, ich weiß es gar nicht, drinnen, Kärtchen. Und werde dann am 1.8. eine zwei Gewinner oder zwei Gewinnerinnen oder einen Gewinner und eine Gewinnerin ziehen. Und die bekommen von mir eine Viertelstunde die Kartenlegung gratis geschenkt von mir. Also, wenn du Lust hast, mich persönlich zu sprechen, dann würde ich auf alle Fälle da mitmachen. Dann hast du schon zumindest eine 50-50-Chance. Das heißt, ich kontrolliere dann auch oder ich schaue dann auch, ob du ein Abonnentin von mir bist. Und dann bekommst du ein Herzchen von mir und dann bist du in dieser Schüssel da drinnen. Und ja, dann bist du ein Teil unserer liebevollen Community. Ja. So, das war's von mir. Wie ihr sehen könnt, habe ich eine wundervolle Blume, die ist am Wegesrand gelegen. Also bei uns hat gestern ja auch geschüttet wie in Strömen. Und ich war heute schon in der Früh spazieren mit meinem Hund. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Doch, man sieht noch die Wassertropfen oben, ja, auf dieser wunderschöne. Und die begleitet uns jetzt in den Top 12 Ranking. Sie soll dir Glück bringen und ich weiß es ja nicht, wer auf Platz 12 und wer auf Platz 1 gelandet ist. Jedenfalls hat bei mir jedes Sternzeichen bekommt eine wundervolle Deutung auf das, was ihr achten sollt, auf die Stolpersteinchen, was auf euch zukommen wird und das sage ich euch dann in euren einzelnen Sternzeichen. So. Also da geht schon mal ruhig her. Also da ist etwas sehr ruhig. Vielleicht bist du zu ruhig, ja, das kann auch sein. Also dann nehme ich ganz viel Stille, Ruhe, Erholung. Oder du sollst Ruhe, Stille und Erholung haben, weil du bist ja Top 12, also gelandet. Es kann sein, dass du keine Ruhe und Stille hast und das solltest du beherzigen. Mein Schatzi. Deine Stolpersteinchen oder Highlights. Sonst möchte raus. Und die Ja-Aber-Karten, die sind so dick. Wirklich, also, aber ich liebe sie. Ich liebe diese Karten. Die sind so aussagekräftig, kurz und bündig und tolle Aussagen. So, warum bist du auf Platz 12 gelandet? Was solltest du verändern, damit du in dieser Woche ganz, ganz gut durch die Woche kommst? Und wir schauen die Wagen. Ja, liebe Wagen, du bist auf Platz 12 gelandet in diesem Ranking in dieser Woche vom 20. bis zum 27.07. Also wenn jemand weiß, welche Sternzeichen auf den gleichen Platz war, dann würde ich euch einmal empfehlen. Also wenn du jetzt weißt, du bist jetzt immer auf, weiß ich nicht, Platz 5, Platz 2, Platz 1, ich weiß es nicht, dann hat das etwas zu bedeuten, wenn das mehrmals der Fall jetzt war. Ja, mein Schatzi, du haltest noch fest. Mein Schatz, wo haltest du fest?
Bitte, bitte, bitte loslassen. Lass los, lass deine Trauer los, lass deinen Schmerz los, lass deine Wut los. Versuch nicht immer nur diese Gerechtigkeit immer für alle anderen da zu sein. Sei jetzt du einmal für dich da. Und es ist egal, ob du eine Waage Aszendent bist oder eine Waage Sternzeichen oder Mond, Mars, Venus. Du hast auch die Vergebung und ich glaube, du sollst dir selbst vergeben, dass du nicht anders gekonnt hast. Ja? Also hier darfst du dir in erster Linie vergeben. Du hast ja, aber nur wenn du dich wehren kannst. Ja, das ist wie passend. Festhalten, vergeben und du darfst dich durchsetzen. Also hier bekomme ich herein, du bist eindeutig zu ruhig. Ja, also ich habe am Anfang, bevor ich das Sternzeichen gesehen habe, gesagt, ich spüre, da ist so viel Ruhe und ich glaube, du bist zu ruhig. Ja, du hast dir zu viel gefallen lassen. Oder in deiner Vergangenheit, wie auch immer. Vielleicht hast du dir zu viel gefallen lassen von deiner Tochter. Ja. Oder du sollst, es wird an der Zeit, dein inneres Kind zu heilen. Ja, das verspielt zu sein, rauszulassen, glücklich zu sein. Ja. Öffne dein Kronenchakra. Also es fließt gerade das Kronenchakra extrem. Also ich spüre das Kronenchakra sehr, sehr, sehr stark bei dir. Du solltest das Leben wieder leicht nehmen. Das würde auch passen zu diesem verspielten Kind. Und zweimal Kind, ne? Also entweder solltest du das Leben verspielt nehmen, leicht nehmen. So dass du wieder in deine Power, in deine Leichtigkeit hineinkommst, ja? In dein verspieltes kindliches Anteile. Also dein inneres Kind möchte spielen, leicht sein. Mein Schatz, sie möchte zu euch. Hallo. Begrüßen. Hallo. 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 Danke, Hallo. Ja, also hier möchte sich jemand von euch wegdrehen, abwenden, aber nicht mein Schatz, ja. Das ist einfach jetzt symbolisch gesehen. Irgendetwas hat dich wirklich traurig gemacht. Also du sollst dich wegdrehen, du sollst dich von jemandem abwenden, von dem du festgehalten hast. Wo du dachtest, die Chemie stimmt, ja, du bist ja auf Platz 12 gelandet, also vielleicht hast du geglaubt, die Chemie ist passend, die ist anziehend. Ich kriege auch hier herein, dass es auch dir irgendjemand gesagt hat. Und daran hast du festgehalten. Und lass das los, weil alles, und bitte merkt euch das, alles, was dir gut tut, ist gut für dich. Ist ja im Prinzip ganz simpel. Na, alles, was dich verletzt und traurig macht, ist jetzt nicht für dich bestimmt oder gar nicht für dich bestimmt. Ja? Da geht es nur um deine Kraft herauszukommen, um zu bestimmt zu sein, zu sagen yes or no. Ja? Und das würde ich dir, ja, wow, wie passend. Mausi, 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 Mausi. Oder Mäuserich, ja. Meine Schatz ist da draußen. Lass die Ängste los. Loslassen. Angst loslassen. Es blockiert. Du blockierst dich selbst durch deine Ängste. Und ihr Wagen seid so harmoniebedürftig. Ich weiß, meine Ex-Schwiegermutter war eine Waage oder ist eine Waage. Die hat immer jeden recht machen wollen. Also die hat sich selbst aufgeopfert für die ganze Familie und sie ist dann auf der Strecke geblieben und das ist nicht in Ordnung, ja, bis sie das dann erkannt hat, ne? Bis ich dann mit ihr gesagt habe, so und jetzt da, tu mal was, mach mal was, ja, und ab da hat sich das Rad sowas schnell von geändert, die ist alleine Kaffee trinken gefahren, die hat alleine Dinge gemacht, wo ich mir denkt habe, hey, wow, cool, super. Und die ist so schnell da rausgekommen, echt. Also die hat echt ihren Popi bewegt und lebt ihr Leben und liebt es und sie genießt es. Und jetzt sind wieder alle für sie da. Aber es kommt immer drauf an. Am Anfang brüllen sie natürlich, ja, wenn es nicht so geht, wie alle ja,
Wir haben eh, wie passend, ne? Das Zuhause. Ich habe es euch ja nicht ohne Grund gesagt. Da ist viel Gefühl, du hast viel zu viel Gefühl für das Zuhause. Du möchtest es jedem recht machen und Fisch, und vielleicht bist du Fisch, Aszendent Waage, oder du bist Waage mit Aszendent Fisch, ja? Denn die Fischen hatten sie ja auch nicht unbedingt gerade einfach in den letzten Jahren. Ja, das ist das, was ich hereinbekomme. Nimm das Leben leicht, lass deine Blockaden los, spür dich wieder selbst, vergebe dir, halt nicht mehr daran fest, ja? Wehr dich. Fahr mal aus mit deinen Ellbogen und sagst so, und jetzt nimmer mehr. Ja, Fräulein, Freund. Und dann wird sich auch deine Situation verändern. Und vielleicht schon in 7 Tagen, also 7 Wochen, 7 Monaten, wirst du, wir haben hier wieder die 7, ne? Also 7 Tage, 7 Wochen, also 3 und 4 ist 7. Da bekomme ich herein, wird sich etwas verändern. Und 3 und 4, ne? Also du löst die Blockaden auf im 7. Also es könnte sein, dass du jetzt im Juli noch, ja, diese Blockaden auflöst. Ich würde dir sehr empfehlen, dir jemanden Rate zu ziehen, entweder einen Trainer, einen Coach, einen Psychologen, einen Psychiater. Und ja, das würde ich dir sehr, sehr, sehr empfehlen. Meine lieben Wagen, wenn dir diese Legung gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du ein Teil meiner Community wirst, und wünsche dir ganz, 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 ganz viel Glück. Ja, und wenn du Hilfe und Unterstützung benötigst, dann kannst du dich sehr gerne bei mir melden. So, das waren die Wagen. Die Wagen. Ich schreibe es mir wieder auf, ihr Lieben. Und dann haben wir den Platz 11. Und dann schauen wir, wer ist auf Platz 11? Also wer möchte jetzt nicht mehr Single sein? Also wer möchte sich absolut nicht mehr im Single-Dasein fühlen und wird jetzt geprüft auf Herz und Nieren? Also das bekomme ich herein. Also die oder derjenige, der jetzt fällt, möchte absolut mehr kein Single sein. Er möchte oder sie möchte in eine Partnerschaft und mit Biegen und Brechen. Und das tut dir aber nicht gut, weil mit Biegen und Brechen bekommst du keine Partnerschaft. Ja? Nur mit Liebe, Geduld, Vertrauen, Freiheit, Leichtigkeit ziehst du natürlich dann auch das an, was du möchtest. Ne? Ansonsten wirst du immer Partner anziehen, die ja keine Geduld mit dir haben, wo du Geduld haben musst, ja. Und na, dann schauen wir mal, was das dir sagen möchte in diesem Ranking. Wer ist auf Platz 11 und hat die Nase voll vom Single-Dasein? Wer möchte sich vom Single-Dasein verabschieden? Du liegst echt nicht ganz so super. Also es wäre manches Mal wär's echt lustig. Ich meine, bei uns wird der Tisch immer desinfiziert und gereinigt. Also das ist wirklich eine Ausnahme, dass da ein Tisch ist. Aber ja, ihr kennt das eh. Alle, die mich schon kennen, die wissen das, dass mein Schatz Hasenfuß da. Die bekomme ich auch noch rein. Mein Schatzhasenfuß da liegen darf oben, denn meine Tochter schreibt gerade eine Prüfung. Sie studiert Jus, also sie ist schon sehr weit und konzentriert sich gerade im anderen Raum auf ihre Prüfung. Und wir haben hier draußen unseren Spaß. Wortwörtlich. Also erst so der Gemütliche, dann der. Bisschen schaukeln, ein bisschen liegen. Denkt man oft in sein Bettchen wäre es angenehmer, aber er legt sich oft wirklich in den lustigsten Stellungen. Ja, vielleicht verbiegst du dich auch wie eine kleine Brezel und hast keine Geduld. Also ich spüre bei diesem Stapel null Geduld. Also null, null, null. Ich weiß nicht, wer da drinnen ist, aber ich spüre, da ist jemand, der hat absolut die Nase jetzt schon komplett voll von diesen
für dich geht immer alles zu langsam und es sollte noch schneller gehen. Und desto mehr, dass du willst, dass es schneller geht, desto langsamer kommt es dir vor. Das ist so wie, wenn du beim Arzt sitzt, ne? Und du sitzt beim Arzt und denkst dir, ich meine, ich war schon ewig, ich glaube schon bei der Geburt von meiner Tochter. Aber ansonsten war es wirklich so, wenn du da gesessen bist und du hast gedacht, puh, wann bist du dran, wann bist du dran, wann bist du dran? Ja. Und du merkst schon, wie der Popo am Sessel geht, so schups, 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 links, rechts, ne? Und da denkst du schon, ja, und dann kommt endlich der Name, weil du dann wieder losgelassen hast und gar nicht mehr, weil du vielleicht Zeitung gelesen hast oder dich mit irgendetwas anderes abgelenkt hast. Und auf einmal bist du schon dran, ja. Also desto weniger du dich so fokussierst auf etwas, ja, desto leichter und desto schneller kann etwas zu dir kommen. Und jetzt schauen wir, wer ist da drinnen? Wer ist Number 11? Die Jungfrauen. Ihr seid die Ungeduldigen. Na, hallo. Hallo, hallo, liebe Jungfrauen. Was ist los? Wo seid ihr so ungeduldig? Was wollt ihr unbedingt auf Biegen und Brechen? Wir schauen nach. Ja. Ich habe es euch gerade gesagt, ne? Die Ungeduld, denn die Vögel stehen für Aufregung, Aufruhr, ja, Unzufriedenheit, Lästereien, Gewatschen und Redereien. Also da wirst du gekattet, entweder vom Universum richtig hinuntergezwungen, also hinunter meine ich wirklich, dass du dir die Dinge mal anschaust, ja, also das Gefühl habe ich, dass du dir, dass du gezwungen wirst, jetzt hinzuschauen, in deine Ungeduld hineinzuschauen. Denn ich habe auch das bei dir das Gefühl, du ziehst Partner an oder Partnerinnen an, die ganz schön aufzeigen, deine Ungeduld, ja. Und dann passt dann dort was nicht und da was nicht. Ja, das trifft ganz gut. So. Du lernst nämlich immer Partner kennen, die zwar eine geschäftlich gut dastehen, ja, die plötzlich vor deiner Matte stehen. Und so wie sie plötzlich vor dir stehen, sind sie plötzlich auch wieder weg. Daher auch die Sense. Also so schnell wie der Turm einschlägt, so schnell ist er auch wieder weg oder sie wieder weg. Also dieses Fluchtverhalten und du denkst dann, du stehst dann im Regen und denkst, oh, Halleluja, was denn jetzt war, was war das jetzt? Ne? Und das ist das, weil du immer mehr lernen musst, steirisch, solltest, ja, dass du wieder rauskommst aus diesen ganzen Ungeduld, Drama und ja, Gezicke, Gezacke, Gequatsche. Oder dein Gegenüber ist es, der ungeduldig ist und zappelnd und alles mit Biegen und Brechen erzwingen möchte. Und du bist diejenige, die sich aufgescheucht davon macht, denn der Vogel ist aufgescheucht und fliegt davon. Das sind ihm zu viele da unten und fliegt weg. Ja. Oder dieser Herr, diese Dame, die du immer kennenlernst, hat immer mehrere im Petto. Auch das kann sein. Und die werden immer karmisch geführt von oben, denn das sind alles karmische Partner, mit denen du lernst. Ja? Weil lernst du es nicht alleine, und das sage ich immer zu meinen Klienten, lernst du etwas nicht alleine, kommen Menschen an deine Seite, wo du es garantiert lernst. Und du entscheidest, möchtest du es für dich lernen? Möchtest du jetzt Menschen anziehen, die für dich bestimmt sind? Möchtest du schnell in dein Leben kommen, in deine eigene Eigenständigkeit, in dein Wohlbefinden, in deine Klarheit, in deine Reinheit, in dein Glück, ja? Dann ist es wichtig, dass du dich stark machst für dich, ja? Stark machst für dich und für dich einsetzt. Und das würde ich an deiner Stelle ganz schön plötzlich machen. Also wirklich plötzlich. Vielleicht machst du das auch schon im Herbst.
Und denn wenn du das machst, dann ziehst du auch solche Menschen nicht mehr in dein Leben, ne? Logischerweise. Weil dann ziehst du ja ganz andere Menschen an. Dann siehst du vielleicht geschäftlich auch Geschäftsmänner an. Ich glaube, du, liebe Jungfrau, du hast eher immer ja, Geschäftsmänner oder Geschäftsdamen angezogen, die jedenfalls selbstständig sind oder selbstständig arbeiten. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass sie selbstständig sein müssen. Aber es kann sein, dass sie eine Firma in einer Position waren. Auch das habe ich das Gefühl. Oder dein Status, du wolltest immer so einen anziehen in deinem Leben. Und hast vielleicht auch immer angezogen, aber irgendwie hast du gemerkt, oh, das ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Ne? Also da darfst du ein bisschen locker lassen und loslassen. Passt ganz gut. Wenn du dich veränderst, dann verändert sich dein Umfeld. Das ist so. Ja? Nur du bist der Motor. Nur dein Herz schlägt nach deinem Tempo, nach deiner Geschwindigkeit, wie es deinem Körper gut tut. Und das Herz von jemand anders schlägt vielleicht eine andere Melodie. Ja. Du darfst eine Ernährung verändern oder du wirst einen Coach, einen Trainer, eine Psychologin finden, die älter ist als du und dir daraus hilft, damit du endlich Frieden findest und Leichtigkeit in dein Leben anziehen kannst. Und zwar die wahre Liebe anziehen kannst. Ja, logisch, ne? Also sobald du dich veränderst, sobald du deine Affirmationen veränderst, sobald du dich veränderst und andere Energien einfließen lässt, dass du sagst, ich habe jetzt Geduld, ich habe Zeit, ich nehme mir die Zeit jetzt für mich, ich genieße mein Leben, tschak, bumm, kommt der Reiter auf den weißen Pferd, drun, drun, drun. Da hat jemand gesagt, der ist schon so weit, juhu, und da ist die Love. Ja, die wahre Liebe. Wenn du da verhaderst, dann hast du noch immer die Ängste, du hast doch selbst Angst vor dir, ja, also selbst du hast Angst vor deinen eigenen Schatten, ne? Vielleicht bist du ganz tief unten schon ein kleiner, ja, ein kleiner Geist, ne? Also, na? Entweder du oder dein Gegenüber, ja, also vor irgendetwas hast du noch ein bisschen Bammel. Ja, aber nur wenn du Geduld aufbringst. Ich muss lachen. Mein Schatz, da ist Geduld. Hab Geduld mit dir, hab Geduld mit deiner Umgebung und dann wirst du auch sehen, dann wirst du den oder die Richtige anziehen. Also der Stapel passt perfekt. Ja. Vielleicht vergleichst du auch deine Ex-Männer, deine Ex-Frauen immer mit dem, der jetzt kommt. Ja? Also irgendetwas passt dir nicht an die Partner, die du kennenlernst, logisch, weil du willst ja eigentlich was anderes, aber da du das selbst noch nicht lebst, bekommst du natürlich genau deinen Gegenpart, der für dich bestimmt ist. Dann hast du romantische Gefühle und Verlobung. Hola, hola, hola. Ja, mein Schatz, da kommen wir jetzt schon ein bisschen näher dem Ganzen. Wenn du jetzt loslässt und geduldig bist und absolut dich selbst jetzt wirklich deinen Popo bewegst, du selber, kein anderer, nur du selbst, dann kommst du immer mehr in diese wahre, authentische, romantische Liebe. Und kann bis zur Verlobung enden. Und dieser Herr, diese Dame kann auch selbstständig sein, kann ein Geschäftsmann sein, kann auch eine Firma haben, eine große Institut. Denn wir haben hier den Reiter, wir haben den Bären und den Turm. Und das Schicksal möchte euch definitiv zusammenführen. Und wenn er nicht selbstständig ist und nicht in einer großen Firma arbeitet, dann hat das Schicksal mit euch vor, dass ihr euch dort begegnet. Ja, also wow, schön, schöne, schöne, schöne Karten, wenn du sie beherzigst, mein Schatzi, meine liebe Jungfrau. So, da. Wenn du meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast und dir hat diese Legung gefallen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und ein Teil unserer liebevollen Community wirst, liebe Jungfrau. So, das waren jetzt Number 11. Und jetzt haben wir 10. Wir schauen, wer beginnt neu, wer startet neu.
Wer startet komplett neu? Wer möchte komplett neu durchstarten? Und warum möchtest du neu durchstarten? Oh, neue Liebe. Neue Liebe, vielleicht hat das euch was zu sagen. So. Dann haben wir. Ja, da hat jemand noch ein bisschen Schiss von Neubeginn. Hoppala. Also irgendwas, dort drückt noch der Schuh. Also du möchtest neu starten. Wow, die müssen uns besonders anschauen. Ah, die ist richtig rausgesprungen. So. Müssen wir legen. Die fehlen noch und die Ja-Aber-Karten. Ja-Aber-Karten. Wow. Ich hab's dir schon gesehen. Super. Ich bin gespannt. Wer ist da drinnen? Wen spüre ich da? Ich spüre Turbulenz. Ich sehe 11:11 Uhr. Also vielleicht hat das was zu bedeuten. Jetzt der oder diejenige, die jetzt da drinnen ist. 11:11 Uhr, süß bekomme ich rein, also süß, süßlich, süß, vielleicht ist ein Neuanfang süß, ich weiß nicht, dein Schatz süß. ich bekomme schon eine gewisse Leichtigkeit, aber etwas hält dich zurück, um neu beginnen, weil sonst wärst du nämlich auf 1 und nicht auf 10, du hast nämlich die 0 noch. Und die Null soll man nicht unterschätzen und das weiß ich ganz gut, weil ich bin im Oktober geboren und ich habe die 10, also das Monat 10. Da darfst du dir noch was anschauen. Was wir schauen, die Schützen. Schützen, Number 10. Oh. Ja, schauen wir mal, wo drückt der Schuh, liebe Schützen. Wir schauen nach. So. Ups. Ja. Wo drückt der Schuh? Du musst Altes loslassen, mein Schatz. Mein Schatz. Ja. Ich sage immer, Neues kann kommen, wenn du Altes loslässt. Das ist so. Ne? Also du brauchst wirklich dieses Vertrauen noch, dass du das Alte wirklich loslässt. Ja. Und ich sage es euch, macht es, weil ich habe so viel Altes losgelassen und ich kann nur sagen, ich bin nur belohnt worden mit dem Neuen. Wirklich, egal was ich gemacht habe oder dazu gemacht habe. Du sollst das Neue willkommen heißen, aber du musst noch beim Vergeben. Okay, schauen wir mal an. Flirt. Ja, vergeben lernen, ja. Also ich glaube, du musst da noch jemanden oder etwas vergeben und ich glaube dir selbst. Also mir kommen fast die Tränen. Du bist jemand, der sehr gerne für andere da ist. Auch dieses Beschützerische. Du weißt dein Ziel ganz genau, aber du musst noch dir oder etwas vergeben. Entweder deine Mutter, deinen Vater, deine Kinder. Ich weiß es nicht. Ja, irgendjemanden sollst du noch vergeben. Ja, also vergeben. Vergebe dir selbst, ja. Mein Hund bestätigt das. Du hast nämlich die Anziehungskraft. Also ich glaube, in der Liebe hast du so viel Anziehung, so viel Liebe. Und mein Hund möchte zu euch kommen. Ups. Zu euch liebenvollen Schützen. Ich bin ja auch Aszendentschütze. Ja, also hier ist es wichtig. Du wirst doch vielleicht in der kommenden Woche ganz große Anziehungskraft haben.
auf das andere Geschlecht oder auf das gleiche Geschlecht. Dann hast du Flirt. Vielleicht wirst du in dieser Woche flirten, flirten, flirten. Flirten die Schützen. Flirten die Schützen. So. Ich mache das jetzt so. Ja, also du vergibst jemanden und du ziehst aber jemanden an. Also ich habe das, krieg das so herein. Sobald du jemanden vergeben hast, ziehst du jemanden in dein Leben und dann wird dein Leben komplett auch umgekrempelt. Und ich glaube, vor das hast du Angst, ja, dass dein Leben komplett dann auf dem Kopf steht. Das bekomme ich hier herein. Da ist er kitzelig. Vielleicht bist auch du wo kitzelig. Du sollst weitergehen. Ich bekomme herein, du hast so viel schon gelernt und getan. Und hier steht auch, du hast einen Teil deines Lebens schon abgeschlossen. Es ist eine Zeit, dass du weitergehst. Denn es kommt viel, viel was Schöneres, Neueres auf dich zu. Oh, wow. Also ihr seid wirklich Glückspilzis. Schau mal. Ein Mann oder eine Frau kommt auf euch zu, über Reisen, über Umwege und das sind tiefe, wahre Gefühle. Gefühl, Gefühl, Gefühl. Und vielleicht hast du, mein Schatzi, ein bisschen Schiss vor diesem neuen Herrn oder neuen Dame, vor dieser Liebe. Ich glaube, bei dir läuft jetzt alles schon so rund und du hast das Leben schon so gut, meisterst du. Und jetzt kommt dein Lover, also dein Schatz. Und du weißt ganz genau, wenn er oder sie kommt, dann ist alles auf den Kopf geschmissen. Ja? Und das weiß ich auch, ja? Wenn mein Schatz kommt, dann wird vieles, vieles, vieles anders laufen. Ja? Das heißt umziehen und so weiter. Ja? Also, und das spüre ich bei dir auch. Also, du weißt anscheinend von deinem Gegenüber schon sehr, sehr viel. Du hast dich schon sehr mit deinem Gegenüber beschäftigt, ja. Und er kommt jetzt über Reisen. Also entweder kommt er frisch von einem Urlaub zurück. Vielleicht war er Urlaub am See, am Meer. Ich glaube nicht, dass ihr euch dort kennenlernt. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass ihr euch am Land kennenlernt, weil die Blumen und nein, da ist mir zu viel Land. Aber er kommt so vielleicht frisch gebräunt vom Urlaub, richtig gut erholt, besucht aber irgendjemanden und da begegnet ihr euch. Es kann ein Fluss in der Nähe sein, ein Teich in der Nähe sein, ein Gewässer in der Nähe sein, wo ihr euch begegnet. Ja, und es ist süß, ich kriege immer süß rein. Also richtig so, ich riech auch so Baileys, Eis. Kaffee. Also das kriege ich herein. Es ist nicht mehr allzu heiß, aber auch nicht allzu kühl. Und du wirst dich plötzlich verändern. Du wirst plötzlich das Alte loslassen. Ja, also hier lässt du plötzlich das Alte los. Ja, also das ist wie ein Befreiungsschlag für dich. Also entweder lässt du komplett total schnell los, wenn er oder sie auf dich zukommt, dann ist das Alte wie verschwunden. Ja, deine Vergangenheit ist wie ausgelöscht. Ja, gar nicht mehr da. Dann hast du zweimal Fülle. Wir kommen dann eher auf noch ein anderes Thema. Du hast zweimal die Fülle. Also du arbeitest wirklich ganz brav. Also ich kann es euch bestätigen. Ich bin es auch. Ich bin auch eine, die sehr, sehr viel arbeitet. Dann bist du im Frieden. Oder sollst in den Frieden hineinkommen? Auch das nehme ich wahr. Dein persönlicher Mythos ist es, zu vergeben. Also du musst vergeben. Also wenn du erwartest, dass jemand dir vergibt, ich glaube, dann wartest du ewig. Also vergeb lieber du, ja, anderen. Dann hast du wenigstens dein eigenes Karma gereinigt. Ja. Oder? Dann hast du Vertrauen, du sollst in die Liebe Vertrauen haben.
Du sollst Vertrauen haben in das Neue. Du sollst Vertrauen haben, wieder Liebe zuzulassen. Auch wenn du viel arbeitest, lass Liebe zu, lass es zu, lass es fließen. Ja, das würde jetzt zum Skorpion passen, aber ich muss schmunzeln. Das Schwarz-Weiß-Denken, das ist auf alle Fälle loszulassen. Ich sag's euch, ich bin selbst Skorpion und ich habe das Schwarz-Weiß-Denken losgelassen. Ja? Also, das ist so wichtig, dass ihr euch nicht im Vorfeld schon verrückt macht, bevor überhaupt irgendetwas da ist. Ja? Also, da wirklich loslassen, erst dann das Leben dir anschauen, wenn er da ist. Gut anschauen, wenn es soweit ist. Ja? Zu wissen ist gut, zu träumen ist gut, aber die Realität ist viel, viel schöner und besser. Okay? Also hier raus aus diesem Schwarz-Weiß-Denken, rein in den Frieden, rein in den Vertrauen, nimm das Neue an. Alles, was kommen wird, wird wundervoll. Ich habe da wundervolle Karten. Du bist nur auf Platz 10 gelandet, lieber Schütze, weil du ein kleiner Schissi bist. Ja? Ich weiß ja das von mir. das ist wirklich, man geht dann gerne in die Arbeit und das ist so wichtig, dass man sagt, du und jetzt bin ich dran, jetzt ist meine Zeit. Und da war ich sehr, sehr lange und mittlerweile kann ich mein privates und mein berufliches Leben so gut leben. Ja, und das ist sehr befreiend und das würde ich euch auch empfehlen. Wenn du beruflich schaust, dann gilt das Gleiche für dich. Verlass deinen Arbeitsplatz, der dir nicht mehr gut tut, und du ziehst diesen Arbeitsplatz an, der dir gut tut. Du wirst dann einen Chef, eine Chefin kennenlernen. Vielleicht schickt er dich in die Ferne arbeiten oder es ist weiter weg von dir. Aber da ist Frieden, da ist so viel Leichtigkeit und Frieden. Und so schnell ist er da, dieser neue Job, wenn du da loslässt. Und deine Finanzen, hallo, einmal Fülle, zweimal Fülle. Du hast zweimal Fülle, liebe Schütze. Also, du bist auf Platz 10, aber du hast echt tolle Karten. Ja, aber trotzdem ist es wichtig, wirklich wichtig ist das, dass du lebst, dass du das Leben genießt. Genießen, genießen. Das tun die Schützen nämlich nicht ganz so gern. Sie können schon genießen, aber die Schützen sind schon gerne am Arbeiten und eher mit dem Kopf woanders, ja, aber sehr schnell. Also da ist es schon wichtig, euch wieder zurückzuholen. So, das war Number 10. Jetzt kommen wir zum 9. Also Number 9, Dankeschön, lässt etwas los, lässt etwas hinter sich. Ähnlich spüre ich die Energie wie vom Schützen. Also da darfst du was loslassen, Menschen loslassen, Situationen loslassen, Wohnsituationen loslassen. Da darfst du loslassen, 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 loslassen. Ja, also eine ungesunde Situation loslassen. Das wirst du. Boah, da waren viele. Leco mio, da wollen so viele raus. Was ist los? Gut. Gut, ich höre auf Universum. Also ich spüre das ähnlich wie beim Schützen hier drinnen. Ich weiß nicht, wer da drinnen ist, aber schau dir vielleicht auf alle Fälle den Schützen auch noch an. Also da spüre ich eine Resonanz. Ja, vielleicht bist du Aszendent Schütze oder Sternzeichen Schütze und Aszendent ist da drinnen. Ich weiß nicht, was da drinnen ist. Upsi. Hupsi, das sind zu viele, sorry. Sonst sprengen wir das Video. Universum, was ist los? Wir sprengen das Video. Ich habe noch zwei Klienten. Das darf noch reingehen. Typisch Schütze, ne? Das ist wirklich typisch Schütze. Ich merke schon, desto älter dass ich werde, desto mehr kommt der Schütze in mir raus. Also, das ist schon interessant, ne?
du. Gut. Orange, Orange, Orange. Also der Stütze ist sehr fokussiert, der weiß, der visiert sein Ziel ganz genau an. Also, oh, sorry, jetzt hast du ihn auf die Nase bekommen. Sorry, entschuldige, mein Schatz. Sorry, sorry about. Ja, also hier, egal wer da drinnen ist, ich, wie gesagt, ich weiß es nicht, aber schau dir auf alle Fälle den Schützen an, das bekomme ich auch hier herein. So, da sind ja Power-Spiele-Karten gekommen. So, Number 9. Was willst du loslassen? Was sollst du loslassen? Nein, das war nur die Nina. Was sollst du loslassen? Was ist wichtig loszulassen? Vielleicht wartest du auf etwas oder jemanden. Nein, mein Schatzi. Vielleicht wartest du auf etwas oder jemanden. Eine Situation, auf einen Job, auf eine Liebe. Ich weiß es nicht. Wir schauen jetzt nach. Stier. Schau dir bitte Schütze an, lieber Stier. Ja, Stier. Dann hast du, ja. Nein, das war nur die, nein, da kannst du jetzt nicht, mein Schatz. Du stehst nicht hinter mir, das geht nicht. Du hast einen Konflikt vielleicht mit jemandem aus der Ferne. Vielleicht hast du auch eine Fernbeziehung und das führt dir immer zum Streit, zum Zank und du möchtest da jetzt Struktur hineinbringen. Ja? Wenn ich still bin, dann überlege ich. Also ich spüre hier, dass du da dich irgendwo verrannt hast in einer Beziehung, in einer Fernbeziehung mit einem Krebs, spüre ich. Na, mal schauen. Ja, es hat mit einem Flirt begonnen und du hast geglaubt, das ist die wahre Liebe. Ich spüre schon, dass deine Verbindung ist. Ja? Also ich spüre schon, dass deine Verbindung ist, aber ich glaube, die Ferne entweder macht dir zu schaffen oder ihr zu schaffen. Oder wenn du eine Frau bist und auf eine Frau schaust, dann macht es ihr zu schaffen. Also deinen Gegenüber, entweder dir oder deinen Gegenüber zu schaffen. Die Verlobung. Ihr werdet definitiv im Dezember eine Entscheidung treffen, ob ihr zusammenzieht oder ihr euch trennt. So wie es jetzt ausschaut, trennt ihr euch nicht. Ja? Aber ihr habt ein Streitgespräch, also ihr werdet über das Thema sprechen. Ja? Also es kann auch sein, dass du ihn erst kennenlernst oder sie erst kennenlernst, ja. Du sollst dich nämlich unabhängig machen von dieser Person, ja. Da wendet sich schon jemand ab. Also entweder hast du das Gefühl, du wendest dich ab von jemandem oder jemand wendet sich von dir ab, ja. Und das hat was mit Rollen zu tun, ja. Vielleicht hast du das mit jemandem gemacht und jetzt macht es jemand mit dir. Bis du es geheilt hast, bis du es verstanden hast. Ja, da wird sich jemand behaupten, da wird sich jemand durchsetzen. Also entweder sagst du, okay, jetzt entweder ziehen wir zusammen oder wir trennen uns. Ja, also das sehe ich, das spüre ich. Und das willst du nicht. Also du willst es nicht und dein Gegenüber will es auch nicht.
Denn da kommt die Ordnungskarte, also alles ist in Ordnung. Ja, bleibt ruhig, ja, bleibt ruhig, alles ist okay, wartet mal ab. Lass die Situation gesund entwickeln. Dann ja, lasse los. Na klar, das Schiff ist auch für loslassen. Da seid ihr im Hin und Her, ne? Also wenn du in einer Beziehung bist, in einer Fernbeziehung bist mit einem Stier oder du bist Stier, dann ist es ein Hin und Her, ne? Sollst du nicht. Sollst du dich trennen, sollst du nicht, ne? Zweimal sprechen dafür und dreimal spricht dagegen. Ja, schauen wir mal die restlichen Karte. Ja, das ist die gleiche Aussage. Du bist blockiert bei der Entscheidung. Ja, deine Entscheidung ist blockiert. Du weißt nicht, sollst du nicht. Sollst du dich für sie entscheiden, für ihn entscheiden oder sollst du dich dagegen entscheiden? Nur du weißt, so willst du es nicht mehr. Du lebst ein Single-Dasein und doch bist du kein Single. Ja? Oder du lernst noch jemanden vorne kennen und dann hast du auf den Putz. Und spätestens am 5. Dezember haust du auf den Putz. Und es geht wieder gut aus. Denn ich glaube, dass ihr nächstes Jahr im Sommer zusammenziehen werdet. Also nächstes Jahr im Sommer sehe ich einen Zusammenziehen, ja, also dass du zusammenziehst. Entweder ziehst du zu ihr, zu ihm oder er zu dir. Ich weiß es nicht, ja. Also, aber da sehe ich einen Zusammenziehen, ja, eine Heilung. Und das werdet ihr sehr plötzlich entscheiden. Und ich glaube, dass ihr das im Winter entscheidet und im Sommer ziehst du um. Das geht ja nicht so schnell von heute auf morgen. Du hast ja, wenn du in einer Wohnung bist, hast du schon mal Kündigungszeit. Oder bei uns ist es so, dass wir schon Kündigungszeit haben, aber wir müssen uns auch suchen. Wir müssen auch um einen anderen Mieter dann umschauen. Also das geht nicht von heute auf morgen. Aber spätestens nächstes Jahr im Sommer bist du umgezogen. Ja. Du oder eben der Stier, ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass du dich ja dann auch entscheidest in eine andere Kultur. Vielleicht ist das euer Punkt. Ne? Vielleicht hat er eine andere Kultur wie du, ja, und du möchtest deine Familie nicht verlassen und er auch nicht. Und das war halt immer ein Streitpunkt. Ne? Also ihr selber versteht euch sehr blendend, ja, aber keiner wollte nachgeben. Ne? Und keiner wollte die Berge verschieben. Und jeder wollte sich behaupten. Ne? Du hast gesagt, na, wenn du mich liebst, dann kommst du daher. Wenn du mich liebst, dann kommst du daher. Ja, das ist halt keine Lösung. Ne? Ihr könnt euch in der Mitte treffen. Ne? keine Ahnung, im Mittelmeer. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ihr, wie weit das ihr entfernt seid voneinander. Aber es ist wohl reingekommen. Ja. Also das kann schon sein, ne? Dass ihr euch da dann sagt, okay, wenn du nicht verzichten kannst, dann sorry, wow, oh mein Gott, Entschuldigung, oh, lieber Stier, wahr ist es. Also eure Lösung ist es, euch in der Mitte zu treffen, das ist mein Nisa, eine Bestätigung für euch, da wollte das raus, ne? Da wollte es absolut raus, also da staut es bei euch. So, jetzt kommen wir zum 8. Stier. Zweimal Erdzeichen, einmal Luft und einmal Feuer. Haben wir schon. Hier nehme ich auch wahr, Konflikt, ja, heimhäuserig, Konflikt und jemand möchte wieder zurück zu euch. Na, dann musst du näher kommen, Schatzi, wenn du darauf möchtest. Komm her zu mir. Na, komm her. Na, komm. Zu mir.
Jemand möchte zu dir zurück, aber du willst nicht. Mossi. So, meine Tochter schreibt nämlich gerade eine Prüfung. Sie studiert Jus. Und jetzt hat sie nur mehr ein paar Semester. Also da bist du unentschlossen. Denn so lange kann ich mich nicht erinnern, dass ich gemischt habe. Aber da bist du unentschlossen, ja. Wie auch immer da drinnen ist, bist unentschlossen. Marci! Nina schreibt Prüfung. So. So, jetzt haben wir es. Suder. One. Wer ist auf Platz 8 in diesem Stapel? Jemand lässt sich sehr lange Zeit. Also schon zum Einschlafen Zeit. Hier bitte munter werden. Egal wer da drinnen ist. Werde munter. Du musst sehr plötzlich eine Entscheidung treffen für dich und für deine Familie. Ja, lass mich mal schauen, wer ist da drinnen? Der Löwe. Triff sehr schnell Entscheidungen. Das wäre sehr klug, jetzt schnelle Entscheidungen zu treffen. Und ja, aber nur, wenn du dich wehren kannst und aber nur, wenn du Geduld aufbringst. Ich glaube, in diesem Fall hast du zu lange schon Geduld gehabt mit etwas oder jemandem. Das bekomme ich herein. Da sollst du mir keine Geduld haben, Entscheiden treffen. Also du sollst bei dir, lieber Löwe, auf Platz 8 Entscheidung treffen, ja. Der Eulen, ja. Vielleicht gibt es Streitpunkte mit Familienangehörigen. Vielleicht möchtest du, jemand will ausziehen oder umziehen oder jemand will umziehen, ausziehen, keine Ahnung. Aber da will jemand ausbrechen, aber kann noch nicht so, wie er gerne hätte. Kann jungfraulastig sein. Schau dir bitte die 11 an. Ja. Kann sein, dass du da sehr viel Jungfrau drinnen hast. Und da sollst du dir auf alle Fälle da mal gut hinschauen, lieber Löwe. Wo du Unstimmigkeiten hast, wo du ausziehen möchtest und doch nicht kannst. Da hängt es, da ist irgendetwas schwammig und undurchsichtig und da darfst du genauer hinschauen. Dann hast du, ja, den Frieden. Du wünschst dir Frieden, du wünschst dir Vertrauen, du wünschst dir Inspiration. Also du wünschst dir im Prinzip vom Himmel, bitte eine Lösung für mich, bitte danke. Ich zahle ein. Nein, ich zahle gar nicht ein. Ja? Aber das ist so, ich habe das Gefühl bei dir, da willst du wirklich alles so, und das will ich, und das will ich. Und das funktioniert so, nicht. Ne? Und deshalb solltest du Vertrauen haben und Geduld haben. Und deshalb auch Geduld. Ne? Aber nicht zu lange und triff dann eine Entscheidung, eine klare Entscheidung. Ja. Geduld und bewege dich heißt schon, irgendwo bist du träge, da willst du nicht ausziehen, du sollst aber ausziehen, du sollst einen neuen Job und du willst doch nicht. Also hier, Löwe, entscheide dich. Mein Kopf ist schon ganz
Entscheiden, ja. Also, lieber Löwe, entscheide klar, was du willst, ja. Und habe ein bisschen Geduld mit dir und bewege dich dann. Das kann sein, dass du anderen sagst, ja, du ziehst aus, du ziehst aus, du ziehst aus. Und dann bist du wahrscheinlich noch 10 Jahre genau dort und bist noch nicht ausgezogen, ja. Also hier solltest du dir gut überlegen, was du sagst, wie du es sagst, und wen du es sagst. Es hat irgendwas mit Familie zu tun, Mutter, Kind zu tun, Vater, Kind. Irgendwo hast du die Nase voll oder deine Gegenüber haben die Nase voll, ne? Also da darfst du ein bisschen hinschauen, da bist du ein bisschen hitziger. Und du sollst auch um das bitten, was du möchtest. Ne? Möchtest du eine neue Liebe, dann bitte um eine neue Liebe. Möchtest du einen neuen Job, dann bitte um einen neuen Job. Möchtest du, ja, nur schmunzeln, wie die Karten sprechen. Möchtest du, weiß ich nicht, eine neue Wohnsituation, mach es, bewege dich, mach es endlich. Nicht nur reden, sondern auch tun. Denn nur reden bringt dich nicht ans Ziel. Erst wenn du in die Aktion gehst, dann kommst du weiter. Denn entweder bist schon jemand sauer auf dich oder du bist sauer auf andere, weil du keine Entscheidung triffst, ne? Vielleicht sagst du, ja, heute ziehst du zu ihr. Nein, doch morgen. Nein, ich doch in 20 Jahren. Ja? Und das passt natürlich Menschen nicht und da gibt schon Getratsche, ja, und Gequacke und da solltest du das ein bisschen gut dir anschauen und überlegen, wem du was sagst, ja. Also da ein bisschen Vorsicht, mein lieber Löwe, schieß nicht ins Ziel hinaus, sondern schau dir gut an, sei nicht ein Träumekuss, ja, sondern triff Entscheidungen, klare Entscheidungen und die wirst du auch treffen. Hadere nicht so mit dir herum, sondern triff Entscheidungen und zwar klar. Und das zieh dann durch, ja, nicht fünfmal umwerfen, durchziehen, ja, mit deiner ganzen Herzenskraft durchziehen. Du bist ein herzliches Wesen, absolut, ein himmlisches Wesen, wirklich, auch von Gott gesandtes Wesen. Aber du musst dich entscheiden. Entscheiden, ja, genau. Bleibe aufgeschlossen. Vielleicht unterscheidet sich dann vieles, wenn du in ein Haus gewohnt hast, dann gehst du in eine Wohnung und das ist natürlich eine Veränderung für dich und das ist vielleicht das, was du nicht möchtest. Du wirst aber, wenn du umziehst, mein Schatz, komm her, mein Schatz. Wenn du umziehst, hoppala. Ja, vielleicht ringst du wieder Netti, auch um Luft. Ja, vielleicht kannst du dort auch nicht mehr sein, wo du jetzt bist und wünschst dir eine Veränderung. Aber da musst du aufgeschlossen sein. Da möchte jemand zu dir kommen, aber du bist schon eine heikliche Nudel auch, ne? Also oder ein Nudelrich, weil da kommen Männer oder Frauen auf dich zu und irgendetwas passt dir bei irgendjemandem nicht. Bei dieses nicht und beim anderen das nicht. Und ich glaube, weil du selbst unzufrieden bist mit dir, nörgelst du schon ein bisschen bei anderen rundherum. Denn das Schiff und die Vögel ist auch ein Nörgeln. Ne? Also da sollst du schon loslassen, mein Schatz. Ne? Das ist ja nur eine Hilfe, ne, für euch, dass ihr. Das ist nicht bös gemeint und gar nicht, sondern das ist einfach das Kartenbild und es kann ja sein, dass du mit in Resonanz gehst oder vielleicht bist du das nächste Mal dabei beim Löwen, ne? Dann hast du, wenn du das machst, wenn du die Situation verlässt, dann hast du definitiv, mein Schatzi, ein Gespräch von Herz zu Herz und zwar voller Frieden. Aber du musst dich wirklich bewegen. Also du warst zu lange starr und hast dich nicht bewegt. Also energetisch, spirituell, physisch, also hier habe ich das Gefühl, da bist du wie eine Eule in der Nacht, munter gesessen und wusstest nicht vor und nicht zurück. Ne? So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Kriege ich sonst noch was rein? Nein.
Das war es in diesem Fall bei den Löwen. Ja, also da, du bist ein bisschen unentschlossen und das darfst du dir halt ein bisschen auch anschauen. Ne? Und das ist ja gut, dass du das jetzt weißt, weil dann kannst du was verändern. Ich sage immer, wenn man was weiß, dann kann man was verändern. Wenn man nichts weiß, kann man ja nichts verändern. Ne? Das ist so. Suitor, das war der Löwe. Jetzt kommen wir zu Platz 7. Ich bin gespannt, wer ist auf Platz 7 gelandet in diesem Ranking. Wer ist auf Platz 7? Da möchte jemand in die Klarheit kommen. Platz 7. Platz 7. Hoppala. In die Klarheit. Also jemand will da in die Klarheit kommen, in die Leichtigkeit kommen. In sein Glück kommen. Also da spüre ich wirklich viel, viel, viel. Ja, gut, dann sind die. Blumig. Auch unentschlossen. Also das führt sich bei der vorigen Woche fort. Auch diese Unentschlossenheit. Nicht loslassen können und doch loslassen sollen. Also da wirst du immer mehr, aber loslassen, das spüre ich bei dir. Upsti, 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 upst. Upsti, upsti. Jawohl, wir haben sie. Schon ein Backerleben, also welche Karten das da immer rauskommen wollen. So, wer ist auf Platz 7 gelandet und warum ist du auf Platz 7 gelandet? Was möchte dir das Universum sagen, warum du auf Platz 7 bist? Zwillinge, hui, die Zwillinge. Du wünschst dir Wärme, Geborgenheit, Liebe, Nähe, Vertrauen. Du möchtest ankommen. Also das spüre ich bei euch Zwillingen in dieser Woche. Suitor, dann hast du da. Du hast ein bisschen Machtkampf mit deiner Sexualität. Du hast einen Machtkampf mit deiner Sexualität. Ich glaube, dass du dich sexuell irgendwie nicht festlegen konntest, ob Frauen oder Männer. Das spüre ich. Vielleicht hast es, wenn du eine Frau bist, hast du dich vielleicht immer zu einer Frau hingezogen gefühlt und irgendwie merkst du, irgendwie ist es doch nicht das, was du gerne hättest. Und bist jetzt ein bisschen im Zwiespalt. Du weißt jetzt nicht, wohin. Auch das nehme ich wahr. Wenn du immer auf ein Geschlecht gestanden bist, dann hat das etwas mit deiner eigenen Sexualität zu tun. Es kann auch sein, dass du in deiner Kindheit etwas erlebt hast in deiner Sexualität. Und da darfst du dir noch was anschauen. Da gibt es einen Machtkampf. Oder du bist in der Sexualität, gibt es immer einen Unterwürfigen und du möchtest das verändern. Ja, denn du hast auch die Unschuld, die Reinheit, also du möchtest dich reinfühlen, du möchtest dich aber auch nackt fühlen, möchtest deine Masken ablegen, du möchtest sie nicht mehr aufsetzen und das wirst du auch tun, denn du kommst in den Fluss hinein, ja, in den absoluten Fluss. Dann hast du hast die Fähigkeit und die Kraft, ja, wenn du was verändern möchtest sexuell, dann verändere es. Du brauchst niemanden, hast du eine Rechenschaft, bist du schuldig. Nur dir selbst, aber niemand anderen, ja. Und dann wirst du immer mehr deine Kraft auch anziehen, in dein Leben ziehen. Du hast ja da hier viele, viele Karten gekriegt.
Ja, aber nicht zu überstürzen. Also das Gegenteil von dem Löwen. Also du sollst jetzt nichts überstürzen. Also vielleicht bist du jemand, der immer sehr schnell entschieden hat und da sollst du jetzt ein bisschen warten. Denn ja, das ist der richtige Moment und ich glaube, der richtige Moment kommt auf dich zu, wo du dann weißt, jetzt weißt du, welche Neigung. Dann hast du, ja, aber bitte um Hilfe. Das wirst du auch machen. Du holst dir Hilfe, du holst dir Unterstützung, denn ich sage immer bei dieser Karte, hier ist ein Engelchen, der dir die Tür öffnet und du entscheidest, ob du dich dann befreist, ob du da rausgehst, ob du was Neues in dein Leben ziehen möchtest und da wirst du dir Hilfe und Rat und Tat zur Seite holen. Und ja, dein Herz wird schneller schlagen. Ja. Sobald du dich entschieden hast, für welches Geschlecht oder was du willst oder deine Masken ablegst, dann wirst du dich verlieben, der Superlative, mein Schatz. Und der Sex wird dann wow sein, wirklich. Da wirst du absolut auch sexuell sehr gut, gut aussteigen. Ja. Ja, definitiv, denn du ich muss dir jetzt getrennt zeigen. Du transformierst dich, du lässt los von den Alten, du lässt deine Masken hinter dir, du hast die Sterne an deiner Seite, das absolute Glück, ne? Also dein Herz wird schneller schlagen, definitiv, ja, also das spüre ich, da wirst du wieder die Liebe, vielleicht nach dem sexuellen Akt wird dein Herz so schnell rasen, dass du denkst, wow, so einen hattest du noch nie. Ja, auch das bekomme ich herein. Denn du hast absolut wow, schöne Karten. Ne? Denn bis jetzt hatte dich noch nie jemand so gesehen, wie du bist. Du hast die Schütze-Karte. Schau dir vielleicht auch Schütze an, Platz 10, ja, ist Schütze. Und da hast du das wirklich, dass du sollst dich wieder selbst lieben, du sollst dich selbst anerkennen, denn das oder die könnte der Richtige für dich sein. Ihr werdet euch immer mehr kennenlernen, gegenseitig. Und du hast die wahre Liebe in dein Leben gezogen. Also sobald du weißt, was du willst, dann wirst du auch den oder die Richtigen kennenlernen. Also wirklich. Also da ist echt, echt schöne Liebe da. Ja, und das wirst du plötzlich, wirst du dein Glück in deinen Händen halten. Plötzlich haltest du dein Glück in deinen Händen und das hast schon gar nicht mehr gedacht, dass es so kommen wird. Und das gilt auch beruflich, denn du hast den Fluss und die Sterne und beruflich wirst du einen absoluten Erfolg, einen Durchbruch haben. Ja, mit irgendetwas, was du machst, weil es ist das Wahre und das Echte. Und das ist das Richtige für dich. Das solltest du auch tun und beherzigen, ja. Aber du musst dich zuerst selbst lieben und du wirst auch immer mehr diesen richtigen Moment in deinem Leben wahrnehmen. Wart ihr Zwillinge, also sehr, sehr schön, sehr, sehr, sehr schöne Karten. Das war jetzt auf Platz 7, auf Platz 7. Und auf Platz 7 war der Zwilling. Jetzt kommen wir zu Platz 6. Wer ist auf Platz 6 gelandet und warum bist du auf Platz 6 gelandet? Warum bist du auf Platz 6? Ups, da. Na, das sind zwei, das geht nicht. Platz 6. Warum bist du auf Platz 6 gelandet in diesem Ranking? Auch ein unentschlossener, hitzige. Puh, also das zieht sich fort zum ganzen Juli. Und gut, dann brauchst du die nicht. Dann brauchst du die nicht. Sehr hitzige, schnelle Entscheidungen, die du triffst. Sehr plötzlich, dann nehme ich aber auch geschäftlich wahr, also eine geschäftliche, plötzliche Veränderung. Hitzig, heiß, warm, leidenschaftlich, temperamentvoll, könnte ein Feuerzeichen sein.
Schütze haben wir ja schon, aber Löwe, Widder. Löwe haben wir ja auch schon. Ja, dann kann es mal Widder sein, aber schauen wir mal. Oder der oder diejenige ist Aszendent. Upsi. Wow. Also da wohl. Ich glaube, ich werde verrückt. Also es ist mir auch noch nicht besucht. Nein, ich werde nicht verrückt, aber so viele Karten. Ich habe das Glück, den Sessel da stehen zu haben, damit die Karten nicht ganz am Boden runterfliegen. Ja, da fliegt es. Ja. Also da fliegen die Fetzen. Ich habe das Gefühl, da muss mal irgendwo, wo die Fetzen fliegen. Also da nämlich ganz viel Hitze war. Da hat sich etwas in der Familie schon halbwegs angestaubt. Da schießt du. Hi, hui, was ist da los? Was ist da los? Da schießt jemand. Nein, nicht bitte, ja. Also da hast du wirklich, Also liebes Zeichen, was da drinnen ist, bisschen Ruhe, bisschen Geduld, bisschen Leichtigkeit. Gut. Aber da ist Rambazamba. Ja, entweder machst du Rambazamba mit deinen Liebsten zu Hause oder mit der Firma oder mit irgendjemandem. Wer ist auf Platz 6? Number 6. Der Widder. Ich hatte recht. Feuer. Aber da nehme ich wirklich Feuer wahr. So richtig so einen Drachen, der Feuer speit, aber so richtig, so ordentlich, so. Huhu, also ich möchte dort nicht stehen. ja, klar, du hast dich zu lange aufgeopfert für die Familie, für deine Kinder, für den Geschäftspartner, für deinen Chef, für deine Chefin, für deine Kolleginnen und Kollegen und jetzt kommt das Feuer raus. Und in einer Woche, und das würde sehr gut passen, weil die Legung steht für eine Woche, natürlich. Wenn du meine Legungen anschaust, die sind immer zeitunabhängig, ja bitte. Also wenn du so durchblätterst, und das würde ich euch öfters empfehlen, einfach so rauscrollen, weißt du, so beim Handy. Und dort, wo es dann stehen bleibt, das Video, schaust du dir am besten an, ja. Also wenn es bei mir reingehst, dann mach das einmal so und dann dort, wo es stehen bleibt, dann gibt es dort eine Aussage, die du dir unbedingt anschauen sollst. Und wenn es auch nicht dein Sternzeichen ist, hat es deine Aussage, dann hat es eine Bedeutung für dich, warum es genau da stehen geblieben ist und nicht 3 Videos vorher und nicht 3 Videos danach. So, du hast nämlich deine Begabung und dein höheres Selbst, denn du möchtest jetzt endlich deine Begabungen leben. Du hast die Nase voll. Mal angenommen, du bist in der Bank oder sitzt in der Bank und musst immer die Jammereien von den Menschen anhören, ja, und immer die Zahlen und irgendwann hast du die Nase voll und vielleicht bist du sehr spirituell, ja, und hast immer für andere Menschen geschuftet, getan, du warst immer für andere da, nur jetzt hast du die Nase voll, du willst nicht mehr, noch weder beruflich, noch weder privat, du hast echt dein Bestes gegeben, du möchtest neu beginnen, denn du hast auch noch die 1. Eins ist da. Eins und eine Woche, ein Monat, ja. Du möchtest wieder auf dich schauen, auf dich achten. Dann schauen wir mal, wo du auf dich achten sollst, ja. Du bist noch wankelmütig, mein Güte, mein Schatz, ja. Also hier, mein Schatzi, du wirst aber plötzlich eine Entscheidung treffen. Du wirst plötzlich Cut machen. Entweder wirst du plötzlich kündigen, plötzlich die Scheidung beantragen, du wirst dich losreißen. Ja, ihr habt einfach zu unterschiedliche Interessen von Mann, Frau oder Frau, Frau, Mann, Mann. Und du möchtest dich nicht mehr aufopfern für irgendjemanden. Und so tun, als ob. Ne? Also es kann sein, dass du hochspirituell bist, und konntest das in der Familie nie zeigen, weil die nicht spirituell sind. Und da wankst du und schwankst du noch ein bisschen, aber du wirst eine Entscheidung treffen und die triffst du sehr plötzlich. Ja. So. Ja, aber nur wenn du Geduld aufbringst, die hatten wir echt schon sehr oft und das ist der richtige Moment. Hatten wir auch. Und zwar beim Löwen. Vielleicht schaust du dir auch Löwe an. Ja. Also hier
darfst du noch ein bisschen Geduld haben mit dir selbst, komme ich herein, denn du wirst wissen, wann der richtige Moment ist, plötzlich dich von dem wegzudrehen, was du nicht mehr möchtest. Ne? So, ja, keine Wunder. Ne? Du hast eine unerwiderte Firma, die einfach nicht wertschätzen kann, was du machst, wie du es machst, dass du was machst. Ja, also da bekomme ich herein, dass du echt unzufrieden bist in deinem Arbeitsumfeld. In deinem Arbeitsumfeld, ja, dann bist du echt schon unglücklich. Dann hast du eine Past-Life-Beziehung, also entweder hast du jetzt jemanden kennengelernt, ja, und du führst eine Dreiecksbeziehung, oder in zu Hause läuft nicht mehr viel, ne? Also ihr lebt nur mehr wie Bruder und Schwestern, und es wird an der Zeit, dass du das von einem Vorleben jetzt endlich loslässt und Abschied nimmst, denn du hast alles gegeben, alles getan für die Familie, für den Arbeitsplatz, und jetzt bist du dran, dass du leben sollst, aber zwar so, wie du es möchtest, und dann ziehst du das auch an. Ja, du wirst eine bärenstarke Verbindung eingehen und du sollst auch bärenstark sein, denn du kriegst schon ordentlich Gegenwind. Ne? Also das ist auch der Grund, warum du dich bis jetzt noch nicht entschlossen hast, dich zu trennen, einen neuen Job zu suchen. Denn es kann ruhig sein, dass du wirklich ganz viel Kraft und Zeit investiert hast in diese Firma, in dieses Projekt, in die Liebe, und dann kriegst du eigentlich nur, ich sage immer, wenn ein Trompeter in die Trompete bläst und nichts rauskommt, so ungefähr spüre ich das oder höre ich das auch jetzt gerade so. Und da ist auch das perfekte Timing. Schau mal, mein Schatz, du hast zweimal den richtigen Zeitpunkt und das perfekte Timing. Also es wäre jetzt an der Zeit, dich zu trennen vom Alten, was du nicht mehr möchtest. Du wirst dich auch noch ein bisschen üben dürfen, ja, also du übst ja schon jetzt, dich loszulösen, vielleicht sammelst du auch schon dein Wissen, ja, das kann sein, dass du jetzt immer mehr Wissen ansammelst, dich vielleicht von einem Rechtsanwalt beraten lässt oder hast du Gespräche mit deinem Sohn, und dann sagst du zu deinem Sohn, wenn er natürlich schon älter ist und man nicht mehr als kleines Kind, wirst du das nicht tun, logischerweise. Aber du wirst vielleicht mit deinem Sohn reden über das Thema. Und es kann auch sein, dass du jetzt immer mehr dein Spiegelbild erkennen und leben möchtest. Ne? Dann wirst du deine Ernährung umstellen. Ja? Das wäre gut, jetzt auch das perfekte Timing für eine passende, gesündere Ernährung in deinem Leben. Also hier darfst du wirklich deinen Wankelmut über Bord werfen, denn du hast das richtige, perfekte Timing. Und wenn du meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du dies machst. Denn dann kannst du auch für mein Gewinnspiel mitmachen und vielleicht gewinnst du ja. Da hast du zumindest die 50-50-Chance. Wenn du mitmachst, dann hast du schon mal die 50-50-Chance, dass du gewinnen kannst, ja. Wie du gewinnen kannst und was du gewinnen kannst, kannst du gerne auf meinem Video das Gewinnspiel-Info reinklicken und dir anhören. So, das war der Widder. Dann haben wir Platz 5. Das geht ja dahin, ihr Süße. Widder, ja. Widder. So, lieber Bitte, was hast du da? Es wird wieder urlang, dieses Video, aber gut, wir sind ja schon gewöhnt, oder ihr seid es gewöhnt, sagen wir mal so, upsdi. Warum bist du auf Platz 5 gelandet? Und hoppala, da ist dann, wollte die auch nicht. Nettie, du machst es mir nicht ganz so leicht, ne? Hallo, mein Schatz. Okay. Du machst es mir nicht leicht, das Mischen. Halt's nicht runter. So, also da weiß zumindest schon jemand, was er will. Das ist schon mal gut.
Also hier spüre ich, da weißt du, was du willst, was du nicht willst, was du tun sollst, das weißt du alles. Also um das geht es hier bei diesem Stapel garantiert nicht. Da weißt du, was du willst, wie du es willst und wann du was willst. Hui. Gut. Gut, gut, jetzt haben wir es. Dann schauen wir nach, was du da. Haben wir jetzt alle? Ja, wir haben alle. So, Knommenwirbel, wer ist hier? Wer ist hier? Wer ist hier? Wer ist hier drinnen? Wer ist hier drinnen? Du da drinnen? Bist du da drinnen? Schauen wir mal, wer da drinnen ist. Oh, tatsächlich, die Wassermänner sind auf Platz 5 gelandet. Hey, bist du dabei? Das ist Donnergott, du bist auch Wassermann, mein Schatz. Was ist los mit euch Wassermänner? Ja, ihr habt noch ein paar Schuldthemen zu besprechen mit euch oder mit jemand anders. Vielleicht fühlst du dich schuldig für etwas oder jemanden und das sind die Rollen, die jetzt vertauscht worden sind. Also vielleicht hast du dich schuldig gefühlt immer und jetzt auf einmal fühlt sich jemand anders schuldig. Ja, das bekomme ich ja rein. Also hier werden die Rollen vertauscht. Ja, wenn du dich nie schuldig gefühlt hast für irgendetwas, dann wirst du auf einmal Schuldgefühle haben und du weißt nicht, woher sie kommen. Das ist ein Lernprozess, was du lernen solltest, was du dir anschauen solltest, dass es im Prinzip keine Schuld gibt. Vielleicht hast du auch Schulden, die dich belasten. Vielleicht hast du ein Haus, eine Immobilie und da hast du Schulden auf dieses Haus drauf. Und das bringt dich schon zum Verzweifeln. Aber du kommst wieder in die Stabilität. Also du hast jetzt zweimal die Stabilitätskarten. Also du wirst in die Stabilität hineinkommen. Es kann auch sein, dass du gesundheitlich ordentlich zu kämpfen hattest oder in dieser Woche ein bisschen kränkelst. Das würde auch zum Netti passen, aber du hast diese Woche schon gekränkelt. Ne? Ein bisschen, mein Schatz, hier aus dem Schuss. Also das kann sein, also dass du da wirklich jetzt lernen darfst, loszulassen, dich wieder gut zu fühlen, ja, und dich zu fühlen, so wie du bist. Dann haben wir, ja, wir haben schon die Versöhnung, ne? Das hat etwas mit Rollenspielen und Schuldgefühle zu tun. Du sollst dich versöhnen, also dich mit dir versöhnen. Du sollst verspielt und locker sein. Ja. Dann hast du da Übung, Übung, Übung. Ja, du sollst dich jetzt üben. Du sollst niemanden Schuld geben und du sollst auch niemanden ja, beschuldigen oder dich sollte jemand beschuldigen. Dann ja, aber nichts überstürzen. Ja. Dann hast du da Hoppele. Hoppele. Ja, auch die Blockadenfirma. Also da bekomme ich herein, dass du Blockaden in deiner Firma, in deiner Selbstständigkeit hattest. Vielleicht auch deshalb die Schulden, die du jetzt zurückzahlen möchtest. Vielleicht gibst du auch jemand anders die Schuld. Auch das kann sein, dass da jetzt ein Wirbel reingekommen ist und dass dann die Blockaden durch das entstanden sind und dann nichts weitergegangen ist. Vielleicht ist eine Gerichtsverhandlung auch nicht mehr weitergegangen. Auch das kann sein, dass du ein Haus verkaufen wolltest und du hast das Geld nicht dafür bekommen oder umgekehrt. Du sollst aber nichts überstürzen. Es kommt die Zeit der Leichtigkeit auf dich zu. Ne? Also es ist wie eine Übung für dich, dich durchzusetzen. Ja? Dass du dich ein einziges Mal oder anfängst oder jetzt anfängst, dich durchzusetzen. Du wirst da rauskommen. Also spätestens in Jänner weißt du, wie du deine Schulden zurückzahlst.
spätestens im Jänner weißt du, wie du deine Finanzen regelst. Und in spätestens im Jänner, Februar hast du dich versöhnt. Und da hast du dann die Berge hinter dir gelassen. Ja, also in dieser Woche wirst du nochmal angetriggert mit deiner Angst. Ja, vielleicht werden nochmal Schuldthema angesprochen. Und davor hast du jetzt schon Schiss. Das solltest du nicht. Du sollst denn trotzdem in die Leichtigkeit kommen. Denn es kommt Heilung und Stabilität in dein Zuhause hinein. Ja, ich sehe natürlich nicht, ob du das Zuhause behältst, weil es ja eine allgemeine Legung ist. Ja. Oder ob du es verkaufst, damit du deine Schulden zurückzahlen kannst, das sehe ich hier nicht in dieser Legung drinnen. So, dann haben wir den Tippzahl 5. Wow, das geht flott. Überhaupt bei den letzten geht es immer flott. Also da ist wirklich sehr klare Aussagen, sehr präzise, da weiß man gleich, was Sache ist. Das war jetzt der Wassermann. Jetzt kommen wir zu Platz 4. 4 ist eine Zahl der Menschlichkeit, der zwischenmenschlichen Welten, da ist wirklich so, ja, wie soll ich sagen, 4 hat immer was mit Mensch zu tun, ne? Mit Mensch, Menschwerdung, gemeinsam, vielleicht gemeinsame Projekte schaffen, gemeinsame Ziele zu schaffen, hoppla, gut. Gemeinsam etwas zu erschaffen, ja. Das geht echt flott. Also über die letzten 4 geht es echt immer relativ flott dahin, auch beim Mischen. So, ich habe es mir gut eingeteilt, hoffe ich zumindest. Also sonst läutet es und ich muss halt dann später weiter drehen, wenn dann meine Klienten kommen. Ups. Ups. Warum bist du auf Platz 4 gelandet? Ja. Warum bist du auf Platz 4 gelandet? Jetzt habe ich nicht geschaut. Ja, haben wir alle Karten. Warum bist du auf Platz 4 gelandet? Also wir haben die Wasserzeichen, haben wir noch nicht, ne? Also alle Wasserzeichen, wow. Also hier bin ich gespannt, was da rauskommen möchte. Ups, umdrehen. So, welches Sternzeichen ist auf Platz 4 gelandet? Die Fische. Fische, Fische, Fische. Na, ich bin gespannt, liebe Fische. Die schauen nach. Ja, du wirst einen beruflichen Erfolg haben. In einer Angelegenheit könntest du einen totalen Durchbruch erhalten mit einer Zusammenarbeit mit Menschen. Du wirst immer mehr deine Mitte finden, deine Ausgewogenheit, aber irgendetwas fehlt dir, weil du ja auf Platz 4 gelandet bist. Ja, und zwar dir fehlt die Liebe. Und das ist ein Mythos, ne? Also du willst erfolgreich sein, denn du hast auch hier die Liebe und den Erfolg auf deiner Seite. Aber dein Mythos ist, das erlaubt es dir nicht. Also irgendwo darfst du noch hinschauen, ja. Und du darfst noch hinschauen, mit wem du die Projekte startest. Denn das bekomme ich auch herein. Da ist irgendetwas nicht ganz so passend, ja. Ja, wie ich auch das schon gespürt habe. Du sollst auf dich jetzt achten, dich gut zurückziehen, dich gut beraten. Denn du verdienst es, geliebt zu werden. Denn du bist ein spiritueller Lehrer, eine spirituelle Lehrerin, ja. Und du darfst jetzt immer mehr dich selbst lieben und auch das tun. Und du wirst es auch tun und du wirst es auch genießen, ja. Also was du auch machst, du genießt es. Aber du hast noch Ängste, ne? Ich glaube, du hast sogar Angst vor der Liebe und Angst vor dem Erfolg, ne? Also da darfst du noch ein bisschen hinschauen, denn du hast
Du würdest den absoluten Erfolg haben, ne? Also Erfolg, Erfolg, da musst du noch hinschauen. Da ist etwas in deiner Kindheit passiert, in deiner Jugend, mit deiner Ex-Frau, mit deinem Ex-Mann. Du hast dich auf Rückzug begeben und du sollst dich aber immer mehr lieben, weil du nagst an dir selbst, ja? Du zweifelst an dir und du nagst an dir und das sollst du ablegen. Das raten dir die Karten. Also lass los und genieße dein Leben. Ja? Genieße es und hör auf, dich immer ständig zurückzuziehen, ja? Und sagen, dass du es nicht schaffst. Fang einfach an, denn der Erfolg steht dir, der Erfolg ist in greifbarer Nähe, liebe Fische. So, das waren die Fische. Jetzt kommt Number 3, also Nummer 3. Das ist schon so mit dem Mischen gar nicht mehr ganz so einfach. Gut, danke schön. Nummer 3, wer ist Nummer 3? Den haben wir überhaupt noch. Den Krebs haben wir noch. Jüpst. Den Krebs. Den Skorpion, also der war ja vorige Woche auch schon so weit unten, ne? Den Skorpion, also die Skorpione ziehen jetzt los, ne? Also die wollen es jetzt wissen, die geben jetzt Gas, ne? Warum bist du auf Platz, gut, auf Platz 3 gelandet in diesem Ranking in dieser Woche? Was hat dich auf Platz, Dankeschön, 3 geführt? Love, love, love. Die Fische haben wir, die Krebse haben wir noch nicht. Den Steinbock haben wir auch noch nicht. Ui, zwischen Steinbock und Skorpion und Krebs. Ui. Vielleicht war das nicht vorige Woche auch Steinbock und Skorpion? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, aber irgendwie kommt mir das ein bisschen bekannt vor. Irgendwo kommt mir das bekannt vor. Irgendwo habe ich das Gefühl, ich hatte das nicht vorige Woche auch. Ich weiß nicht. Na, schauen wir mal. Ja, vielleicht ist da jetzt Korb drin, aber das kann auch sein. Das weiß ich jetzt nicht, was da drin ist. Wir lassen uns überraschen. Der Platz 3 gehört die Krebsen. Den Krebs, der gehört Platz 3. Körper, Geist und Seele bringst du jetzt in Einklang. Ja, du bist es dir wert, dich zu lieben. Absolut, mein Schatz. Absolut, ja. Du bringst deine Ängste. Du bist jetzt schlau und gehst deine Ängste an. Vielleicht machst du Traumarbeit, Hypnose, Meditationen. Ich weiß es nicht, aber du lässt deine Ängste immer mehr hinter dir, du lässt deine Ängste immer mehr los. Und ja, achte auf die Warnsignale und du bist es dir wert. Also du bist es dir definitiv wert. Du hast zweimal den Wert. Also du verdienst es, geliebt zu werden. Du hast das Zeug dafür jetzt. Jetzt endlich, lieber Krebs, dich selbst wert zu fühlen, deine Ängste anzuschauen und du achtest jetzt immer mehr auf deine Warnsignale. Du hörst auf dich und in 4 Tagen, 4 Wochen, 4 Monaten hast du dich befreit von den Ketten, von dem Kühlen. Du bist absolut Gottes Kind und geschützt und geführt. Du bist im Fluss und du hast auch noch die Schatten, du hast auch noch Ängste. Vielleicht Ängste, alles im Fluss, lass es einmal fließen, geh es einmal ruhig an, das würde ich dir raten, lieber Krebs. Geh es ruhig an, lass es fließen, lass es los, lass es raus. Begebe dich an einen Flussufer und geh mal spazieren neben dem Ufer. Denn du wirst eine karmische Beziehung haben und kennenlernen, also wenn du jetzt Single bist. Wirst du deine Liebe deines Lebens über das Internet kennenlernen, denn du hast den Brief.
Mit den Bären. Also wirst du eine bärenstarke Verbindung über das Internet kennenlernen. Eine Verbindung, die von einem früheren Leben ist, und das könnte eine Zwillingsflamme sein, und darauf solltest du jetzt achten. Also wenn du in der Nacht eine Freundschaftsanfrage von einer Frau oder von einem Mann bekommst, sollst du das auf alle Fälle tun und annehmen, denn das ist schicksalhaft, werdet ihr zusammengeführt. Du glaubst du nicht daran, aber du sollst daran glauben, weil die Warnsignale zeigen dir, dass es richtig ist. Dann hast du informiere dich. Du wirst dich über diese Person sehr gut informieren. Du wirst vielleicht auch reisen oder sehr viel reisen mit ihr unternehmen, oder vielleicht ist sie nicht gleich um die Ecke oder wohnt nicht gleich um die Ecke. Das kann auch sein. Also hier insgesamt, wow, also hier. Du musst lernen, dich selbst wieder zu lieben, lieber Krebs. Hier wirst du eine Einladung bekommen von einem Chef direkt zu einem Vorstellungsgespräch, das ist von oben geführt. Du wirst eine Zusage bekommen, die dir viel Kraft und Stärke und Mut gibt. Ja? Vorsichtig. Ja, also hier insgesamt eine tolle, tolle Legung. Also wirklich, wirklich super, super, super. Du darfst und darfst immer mehr in den Fluss kommen. Du wirst es schlau angehen, deine Ängste loslassen. Vielleicht wünschst du dir auch mehr zu reisen, die Kulturen anzuschauen. Und das wirst du dann aber tun. Das spüre ich mit dieser Dame, mit diesen Herren, wirst du definitiv viel reisen. Das bekomme ich hier herein. Also da wird sich ganz viel verändern für dich. Ja. Wow. Also absolut wow. Wow. Also hier darfst du wirklich staunen, 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 weil du kommst da immer mehr raus. Und ich weiß, ihr Krebs ist jetzt 5 Schritte vor, 10 zurück, aber das wird nicht mehr so weitergehen. Ihr lässt es auch nicht mehr zu, denn ihr wollt endlich in Fluss kommen, ihr wollt endlich ankommen, ihr wollt das Alte hinter euch lassen. Und das ist absolut gut. Das ist absolut das Wichtigste und Richtigste, hoppala, was du machen kannst, ja. So, das war der Krebs. Und dann haben wir die zwei letzten. So, die zwei letzten Karten. Super, und jetzt schauen wir, wer ist auf Platz. Ja. Krebs. Wer ist auf Platz 2 und wer ist auf Platz 1 gelandet? Wir schauen, warum bist du auf Platz 2 gelandet, liebe Sternzeichen? Warum bist du auf Platz 2? 2 ist immer Partnerschaft. Kennenlernen, Zwillingsflamme. Die 2 steht für gemeinsame Projekte erschaffen, gemeinsam Dinge erschaffen. Ja. Gemeinsam Dinge erschaffen, gemeinsam da sein. Partnerschaft generell. Dann schauen wir mal, warum. Warum bist du auf Platz 2 gelandet in dieser Woche, in diesem Ranking? Primer Rosa ist Selbstliebe pur. Also, da liebt sich jemand selbst sehr gut und ist sehr stürmisch. Eine sehr leidenschaftliche Person steckt dahinter. Leidenschaft, Leidenschaft, Leidenschaft. Na, schauen wir mal, wo ist. Mein Schatzi.
Schatz, möchtest du zu diesem Stapel? Gut, dann kommst du zu diesem Stapel, mein Schatzi. Und eins, zwei, drei. Also es ist das Ranking jetzt zwischen Steinbock und Krebs. Jetzt könnt ihr nicht sehen, dass ich mische. So. Haben wir jetzt alle. Mein Schatz, ich sehe nichts. Meine Zuschauer sehen nicht, was ich da jetzt mische. Mein Schatz. Mein Schatz. Ein bisschen gut. So. Warum bist du auf Platz 2 gelandet, liebes Sternzeichen? Ups. So. Ich musste die Kerze auspusten. So. Aber die werden wir jetzt gleich anmachen, ne? Zum Beispiel beim Ranking. Aber ich hatte inzwischen Klienten und musste auf Pause drücken, beziehungsweise die Kamera so lassen. Und jetzt starten wir. Also ein sehr fleißiges Bienchen ist da jedenfalls drinnen. Also es ist nämlich ein sehr, sehr fleißig, sehr viel arbeiten, sehr viel unterwegs, sehr viel mit anderen Menschen arbeiten. Ja, ich bin gespannt. Wow, Skorpion war ja auf Platz 1 letzte Woche. Halten wir das oder kommen wir jetzt auf Platz 2? Na, aber schauen wir mal. Der Skorpion auf Platz 2. Herzlichen Glückwunsch, ihr lieben Skorpione. Also, wir dürfen auf Platz 2 feiern in dieser Woche. Ja, du wirst deine Wunden heilen. Ja, aber das ist diese Karte. Aber wir schauen jetzt nur auf den Skorpion. Ja, schau mal. Also vielleicht solltest du wirklich mal Urlaub machen, Ferien machen. Vielleicht arbeitest du wirklich zu viel. Dann sollst du immer mehr du selbst werden. Oder du bist schon immer mehr du selbst und lebst das andere vor. Auch das kann sein. Dann hast du die Karte, alles ist in Ordnung. Ja, alles ist in Ordnung. Dann hast du, wow, du hast einen Neubeginn in der Liebe. Love, love, love. Neubeginn in der Liebe. Also du wirst einen Neubeginn in der Liebe, auf alle Fälle wirst du jemanden kennenlernen, wenn du Ferien machst. Also das reicht schon, wenn du einen Tag irgendwo hinfährst und einmal nur für dich da bist. Da wirst du deinen Liebsten, deine Liebste kennenlernen. Du hast ja dreimal Rosa, die Sexualität, die Freiheit und die Inspiration. Also, du wirst eine sehr leidenschaftliche Beziehung haben, wo ihr euch gut versteht. Also diesen Herrn, diese Dame, die du da kennenlernst, ist ein absoluter, ja, eine absolute Herzensdame, Herzensmensch. Aber die Leidenschaft und die Sexualität ist schon sehr, sehr, sehr groß. Ne? Dann hast du die Freiheit. Also du wünschst dir mehr Freiheit, mehr Freiraum oder du lebst schon deine Freiheit, deine Inspiration. Du breitest schon deine Flügel aus und möchtest schon losstarten. Also hier kommt im entweder jetzt im Oktober jemand auf dich zu, wo du vielleicht den Neuen ein bisschen skeptisch entgegenschaust, ne, ob er das wohl ist oder ob sie das wohl ist. Ja, da bist du ein bisschen skeptisch. Ja? Dann hast du die unerwiderte Liebe. Vielleicht wurdest du nicht gesehen, gehört und jetzt wirst du aber gesehen und gehört. Das heißt, vielleicht hattest du auch immer Angst, dass du nicht gesehen wirst, nicht gehört wirst, zumindest was die Liebe betrifft. Vielleicht hattest du immer nur leichte Partnerschaften, aber nicht so diese tiefgründige Partnerschaften. Also ich gehöre da nicht dazu. Das spüre ich schon, ja. Also das spürt man dann eh sehr schnell, ob man in einer Reisegruppe ist oder nicht, ob man in Resonanz geht oder nicht. Also ich hatte keine verspielten Beziehungen, also keine einzige, muss ich gestehen. Aber
Vielleicht bist du in dieser Reisegruppe mit dabei. Dann möchte die Karte dir sagen, alles ist in Ordnung. Du gehst immer mehr in die Freiheit. Dir ist es egal, was andere sagen. Dir ist es wurscht, was andere tun. Du gehst deinen Weg. Du gehst deinen Weg der Inspiration. Du bist voller Leidenschaft, voller Leichtigkeit und Verspieltheit. Du wirst ein Herzensprojekt neu starten, vielleicht irgendwo im Urlaub, ja? Oder wenn du Urlaub machst, wirst du arbeiten. Ich weiß es nicht, mein Engelchen. Du wirst immer mehr du selbst. Du wirst immer mehr zu deiner Stärke heranwachsen, heranreifen. Dann solltest du kämpfen um das, was du willst, ja? Dann, du wirst viel daraus lernen, also das Neue, was du annimmst mit ganz viel Liebe, da wirst du ganz viel lernen. Du wirst viel, viel, viel lernen, annehmen, lieben lernen, dich annehmen lernen. Du lernst aus der Vergangenheit, nimmst du dir das mit, was du in der Zukunft dann benötigst. Und nein, es geht auf die Kosten deiner Gesundheit. Also du sollst wirklich Ferien machen, nicht so viel arbeiten, lieber Skorpion. Du sollst mehr Urlaub machen, mehr in die Freiheit gehen und du sollst dich wirklich mehr wieder ja, dir selbst widmen. Dann hast du einen Brief, oh la la, la la. Also du wirst eine Nachricht erhalten, das kann beruflich wie in der Liebe sein. Jemand oder etwas schreibt dir und du kannst sein, dass du jemanden kennenlernst über das Internet, oder über WhatsApp, dass ihr euch viel schreibt, ja. Vielleicht willst du diese Liebe zuerst nicht, ja, weil du vielleicht gar nicht auf Liebe eingestellt bist. Doch das bekomme ich herein. Du bist vielleicht mehr Freiheit und Leichtigkeit und Verspieltheit und möchtest das so, wie du es möchtest. Und dann geht das ja nicht mehr, weil dann hast du ja quasi jemanden, der jetzt wieder da ist in dein Leben, wo du dich neu ordnest und sortierst. Auch das kann sein. Also hier insgesamt darfst du jetzt einen absoluten Neubeginn einfahren. Egal was du machst, egal wie du es machst, du wirst definitiv immer mehr dein Selbst leben. Ja? Und du wirst es auch leben, du wirst es auch tun. Ja? Super. Vorsicht, mein Schatz, du kannst ja nicht runterspringen. Geht's noch? Schatzi! Ja, meine Tochter schreibt nämlich gerade eine Prüfung und die dauert 5 Stunden lang. Und das ist, deshalb ist er so jetzt bei mir. So, lieber Skorpion, das warst du und jetzt haben wir das Erste. Yay! Wer ist da drinnen? Wir wissen es ja schon, aber... schauen wir mal, was das Sternzeichen, warum bist du auf Platz 1 gelandet? Wir schauen. Gut, du darfst dich entscheiden. Okay, auch schön. Du wirst dich entscheiden für etwas und du wirst den richtigen Riecher haben in dieser Woche. Definitiv. Den richtigen Riecher. Uppala. Du hast den richtigen Riecher. Den richtigen Riecher. Für ein Projekt, für ein Herzensprojekt, für etwas oder jemanden. Gut. Du hast... ja, du machst das Richtige. Also ich habe das Gefühl, du machst in dieser Woche echt alles richtig. Also alles gut, voll perfekt, wirklich. Machst du gut. Also ich habe das Gefühl, da du bist hinweg. Also da bist du irgendwo, bist du hinweg. Also du bewegst dich, du gehst in die Stille, du gehst in die Freiheit. Du hast eine gute Ausgewogenheit vom Beruf und Privatleben. Und dann schauen wir, was du da hast. So, warum bist du auf Platz 1 gelandet? Hoppla! Warum bist du auf Platz 1 gelandet? Versteckst du dich, ha, mein lieber Steinbock? Warum versteckst du dich noch? Hm? Warum? Die 10 könnte für dich wichtig sein, da liegt der Schütze.
Also 10 könnte für dich wichtig sein, der Platz 10. Ja, du versteckst dich allerdings noch ein bisschen. Du hast ein bisschen Bedenken, du solltest noch jemanden vergeben. Also irgendjemanden darfst du noch vergeben, bevor dein Erfolg im Sommer kommt. Und ich glaube, dein Erfolg ist es, dass du alleine in ein Zuhause ziehst. Ich glaube, du hast dir noch einmal ein Haus gebaut. Ich spüre hier zwei Häuser, witzigerweise. Entweder hast du schon einmal Haus gebaut und hast dich scheiden lassen und deine Ex-Frau sitzt jetzt im alten Haus und du im neuen, oder wie ist das Neue jetzt im Sommer beziehen? Du sollst vielleicht deiner Ex-Frau, deinen Ex-Mann vergeben. Ja, aber du wirst nochmal neu beginnen. Also ich bekomme hier richtig Flower Power. Wirklich, du hast die Power jetzt an deiner Seite. Du ziehst es auch noch voll durch bis zum Sommer und ziehst dann im Spätsommer ein. Ja, ich habe schon gesagt, ne? Also du haderst noch, dass du deiner Ex-Frau wahrscheinlich das Haus überlassen hast müssen. Dieser falschen, verlogenen Schlange. Immer wieder bist du reingefallen auf sie und hast alles verloren. Und beginnst aber jetzt im Sommer neu und du bist auf Platz 1 deshalb gelandet, weil du hast dir das Thema angeschaut. Du hast das gut angeschaut, du hast das gut losgelassen. Du hast gesagt, gut, behalte das Ganze, kalte den ganzen Schmafut, du fängst neu an. Du nimmst das Leben jetzt leichter. Das bekomme ich herein. Und diese Verbindung, ja, die wird jetzt gekattet. Also die Schlange kann sich zwar um ihren eigenen Ring noch winden, sage ich, aber du trägst dir ja deinen eigenen Ring, den du schon längst abgelegt hast, und sie kann sich an diesen Ring quasi über das Geschenk winden, ja. Also du trauerst nicht mehr, sagen wir mal so, du traust dem Zuhause nicht mehr nach. Vision und Liebe. Ja, du lebst deine Vision, du wolltest immer ein Haus bauen und hast dich aber lange, lange Zeit geweigert, noch einmal ein Haus zu bauen. Du hast es aber dieses Mal kleiner gebaut und funktioneller bekomme ich herein. Also mehr Hightech beziehungsweise mehr ja, funktional bekomme ich herein. Dann wirst du wieder einen Seelengefährten kennenlernen. Entweder du hast Kinder oder dein Seelengefährte hat Kinder und die wird er dann ins Haus mitnehmen. Oder es hat jemand ein Kind, ein Hund oder zwei Hunde, zwei Kinder, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls hat dein Seelengefährte Kinder. Und das schmeckt deiner Ex nicht ganz so gut. Ja? Also, dass du da wieder eine neue Liebschaft in ein Haus lässt, sozusagen. Eine neue Liebe, und das vergönnt sie dir nicht. Ja, also ich habe das Gefühl, sie vergönnt dir, also das ist steirisch, mir fällt jetzt das deutsche Wort da nicht ein. Sie vergönnt dir nicht die Liebe. Sie vergönnt dir nicht den Erfolg. Sie vergönnt dir nicht das neue Heim. Sie vergönnt dir den Erfolg ja, der Liebschaft nicht. Ne? Und du nimmst das aber alles locker und leicht und ja, und du lässt das aber hinter dir. Die interessiert diese Dame auch nicht mehr, dieser Herr. Ja, aber nichts überstürzen. Ja, du wirst das auch nicht überstürzen, weil du möchtest ein schuldenfreies Haus bauen. Du bist jemand, der Schritt und bedacht ist, auf die alle Schritte jetzt eingehst. Ist ja witzig, ne? Ein bisschen hängst schon noch nach deiner Ex. Ich weiß nicht, ob du wirklich da schon losgelassen hast bei deiner Ex-Frau. Ich glaube es nicht. Oder bei deinem Ex-Mann. Aber die Schlange ist für mich immer weiblich. Deshalb zweimal Ring, eine Verbindung. Also es war schon eine Batzenverbindung. Ne? Also da hattet ihr schon einmal ein wunderschönes, schöne Jahre miteinander. Bis dann immer mehr Streitigkeiten hochgekommen sind und hochgebrodelt sind, bis dann einer mit der Peitsche aufgehauen hat, vielleicht hast du wirklich zu viel gearbeitet und das wird dir jetzt bewusst und das möchtest du nicht,
wenn du nochmal eine Liebe eingehst, dann möchtest du nicht nur arbeiten, 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 sondern du wirst auch genießen. Du wirst Urlaub fahren, du hast dort dann jetzt so ein Zuhause und die Liebe und die Seelengefährten, ihr werdet wirklich viel freie Zeit haben. Ihr werdet es euch so einteilen, dass es für euch sehr gut passt. Und da bist du halt nicht unbeteiligt bei dieser Beziehung gewesen. Ich glaube, du hast wirklich eindeutig zu viel gearbeitet und sie hat eindeutig zu viel Zeit gehabt. Ja. Ich glaube auch, dass deine Ex-Frau schon einen anderen Partner hat. Den hatte sie auch schon zuvor, während du viel gearbeitet hast. Und das war echt immer ein Streitthema. Auch da lässt du los und da sollst du vergeben. Und das sind deine Karten. Was anderes bekomme ich hier gar nicht rein. Sorry, ich weiß, wenn du eine Frau bist, solltest du definitiv dennoch jemanden vergeben. Und es kann sein, dass du im Sommer umziehst. Also du ziehst im Sommer definitiv in ein Haus. Entweder zu diesem Herrn da, wenn du den kennenlernst, ziehst du zu ihm. Und ich kann dir aber sagen, dass die Ex-Frau nicht weit von dem Haus wohnt. Ja, also er hat oder sie hat definitiv dort in der Nähe wieder gebaut. Zwar nicht gleich in der Nähe, aber schon, ich glaube, schon entweder der gleiche Ort oder der nächste Ort. Also lange fährt man nicht. Also vielleicht maximal 35 Minuten. Das ist schon viel, wo man dorthin fährt. Und da könnte es dann noch Schwierigkeiten geben. Ansonsten bekomme ich herein, dass du in den Sommermonaten, wenn du viel in der Natur draußen bist, im Sommer deinen Seelengefährten, die Liebe deines Lebens kennenlernst. Und hier ist es auch gleich. Es könnte sein, dass dein Seelengefährte jetzt auch Kinder hat und deshalb solltest du es auch langsam angehen. Wow, das war die Legung der Top 12. Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, 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 dass dieses Video so gut bei euch ankommt, die Top 12, und wünsche euch vom ganzen, ganzen Herzen alles Liebe, alles Gute. Baba!